war aber jetzt nicht geplant. Und damit, meine Friends, what the fuck? Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Random Blue Randomizer Generation Challenge. Heute mit einem Gast, und zwar mit dem... Moin, Leute. Farb ist wieder dabei, mal seit längerer Zeit. Wie ihr gesehen habt, er ist jetzt Schokoladen-Brown. Nein, aber nicht bei Charlie, in die Schokoladenfabrik. Christopher Brown. Nee, er ist einfach mal wieder dabei. Wir haben uns gedacht, hey, wir gucken heute Deutschland. Deutschland am Start. Ich hab noch gar kein Trikot, du auch nicht. Hast du auch ein Trikot? Du hast gar kein Trikot? Nein. Du bist schon nach Frankreich fern, ey. Man sollte mich verbrennen, ey. Man sollte dich verbrennen, oh, einfach Mann, ist so. Ey. Ja, wir sind jetzt hier in Vertania, weil auf jeden Fall am Start haben wir letzten Part gegen ein Killer. Auf, auf den Sack gekriegt. Gegen das Entei, Leute, das war hammerhart. Killer ist gestorben, alles ist fast verreckt. Ich glaube, das eine Ding ist tot. Das ist das Ding, was man haben kann. Da muss ich mir die Aufnahme angucken, weil ich glaube, das Ding habe ich erst reingeschmissen, dann ist der gestorben, dann habe ich Killer eingesetzt und dann ist er auch gestorben. Das mag sein. Das heißt, wir haben nicht mal Pupponcho, Leute. Pupponcho ist auch tot. Wir haben noch zwei Pokémon, die werde ich euch mal ganz kurz zeigen. Oh, ja, nicht. Pupponcho war auch useful. Da, Pupponcho, da ist es. Nee, das ist jetzt Großmaul. Großmaul habe ich trainiert, Level 16, Leute, Level 16. Das hört sich zwar krass an, aber guckt euch die Dev-Werte an. 22 Dev ist nichts. Und Joey Chips, Level 12. Defense 14 ist auch gut. Ist... Ja, das ist auch 4 Level drunter, ne? Da war das aber einen coolen Typen mit Dark Fire. Hat noch keine coolen Typen, aber Leute, hier gibt's krasse Pokémon, müssen wir sagen. Also, was war dein absolutes Highlight hier neben Wald? Jetzt von eben gerade? Ja, von eben gerade, was wir so gesehen haben. Also, Celebi war schon ganz nett. Celebi war... Ja. Und dann Bisaflor und Impagator sind auch nicht verkehrt, nicht? Oder Natu. Also das war mein absoluter Liebling. Der absolute Liebling. Ja, krasses Pokémon auf jeden Fall. Hauen wir so weg mit Bite. Also mehr 2D geht nicht. Siehst du diese Bäume hier, wie die aussehen? Guck mal nur auf den Baum jetzt die ganze Zeit. Nicht schön, ne? Das sieht aus... wie ein Fisch. Das ist ein komischer Fisch, aber... ich weiß nicht, das sieht... Trainer-Tabs. Das sieht komisch aus. Oh. Sieht auch richtig hässlich aus. Ich finde das cool. Egal, wir machen jetzt Joey Chips nach vorne. Switch nach vorne. Ich geh in 2 Minuten. Und dann? Ist er tot? Ich bin dabei. Wir werden ja sehen, was der Typ jetzt für Pokémon hier hat. Es kann alles haben. Er kann auch nur einen Mirapla haben. Obwohl, es ist wieder... Ja, lass mir ran, denn sie will ja! Wer kennt sie nicht? Lass mir ran, denn sie will ja. Mit... okay, Reptane. Aber ist gut. Ist gut. Auf jeden Fall einen Typenvorteil. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich konnte ja alles random machen. Ich konnte auch die Typen und alles random machen. Da dachte ich mir, nee, Alter, das wäre voll uncool. Ja, das wäre ein bisschen zu krass, ne? Ja. Dann weißt du nie, was da vor dich hast, dann bist du gleich immer tot sofort, ey. Ja. Und die hast einen hohen und schrillen Töne. Findest du die geil? Dieses die, die, die. Ja, ich finde dieses die, geil. Ach so. Da, Leute, da ist es. Celebi, ey. Hammer krass, ey. Ich würde sagen, das ist ein Futter für unser Joey. Und jetzt. Weg damit. Weg. Einfach nur weg. Weggehauen, das Ding. Und kein Level-Up für uns. Ich habe extrem hoch gelevelt erstmal, Leute. Damit wir auch heute, wenn es geht... nicht alles. Ey, bist du da? Ist das Siegfried? Das ist Siegfried, Alter. Der alte Sprite. Echt? Ja, aber es ist halt eigentlich nur ein Trainer. Aber ich habe ihn geändert zu Siegfried. Siehst du den Umhang? Ja, ja, klar. Er ist cool. Er hat den noch. Hier können wir kein neues Pokémon fangen. Das ist Route 103 immer noch. Schade. Was gäb's hier? Alles klar! Regirock, ey! Und das Poncho hast du auch in der Route gefangen? Nein, das Poncho gab's im Bertania-Wald und da gab's den Hund. Nein! Wehe! Wehe! Ich wollte gerade sagen, ich habe ihm 2 Minuten gegeben. Aber wir sind Level 13 gegangen, ey. Und wir haben Roar gelernt. Roar. Krass, ey. Alles klar. Regirock rockt auf jeden Fall mit seinem Hard Rock. Rock die Mumster weg. Hard Rock. Oh, guck mal, das ist Schwester Joy. Das sieht übel aus wie ein Fisch, ey. Das war damals die Surfer-Animation. Das war damals New Rob oder Yugong, glaube ich. Irgendwie erkennt man das daraus. Ich weiß auch nicht. Wir kennen da gar nichts raus. Hier, auf jeden Fall sind hier so Rocket Ruples, die einfach rumstehen. Rocket Ruples. Rocket Ruples. Geil wäre das, wenn die jetzt statt diesen ganzen Ranz-Pokémon richtig krasse Legis alle hätten. Wo jetzt? Ach, haben doch vielleicht. Naja, aber wenn sie dann alle die eine Standard-Ranz-Pokémon haben und das jetzt dieses Standard-Legendäre, also mega krasse. Wie meinst du das? Die haben ja immer so... Professor Eich! Lol. Die haben ja immer nur so
Rettern oder Arbok? Ja, genau. Und dann meinst und das mein, und jetzt, jedes Mal, wenn du am Rettern oder Arbok ist, also wie ist das krasse. Rayquaza zum Beispiel oder sowas. Ja, ja. Ah, so meinst der du krasse das. Ficker ist. Abwarten, vielleicht kommt das ja gleich noch hier. Ich das bin gespannt. Ich übel feiern. Bin gespannt, was hier der für uns offen hat, hier der Rocco. Wenn, wenn es ja Rocco ist. Weiß ich nicht. Erstmal gucken, was der Typ hier vor uns offen hat. Ja, Serena schon, mein Freund. Matrose! Sailor, da guck die Muskeln an. Kennst du Sailor vom Fußball? Ich kenne nur Sailor Moon. Was? Ich kenne. What? Bronze. Aber ist gut wieder. Ja, easy. Alter, Joey Chips ist einfach der Held, Alter. Jetzt weg damit. Sogar gecreated. Und was kommt jetzt? Lavita, da sollten wir auswitchen. Obwohl. Ja, sollten wir auswitchen. Großmaul hat Biss. Obwohl. Ja, ich muss auswitchen. Das Ding kann Steinattacken oder ist Joey Chips so wie ein zerbrochener Lightnetz-Keks, weißt du? Nicht gut. Ich setz Biss ein. Das Ding ist auch schon Level 11, sehe ich gerade, ey. Wir sind gar nicht so krass overlevelt. Pfaff ist taub. Ja. Die Attacke war sehr effektiv. Ja. Und putz, sind wir drin in der Arena. So, bist du gespannt, was Rocco für uns offen hält? Oh, ist eine Frau. Rocco ist eine Frau. Hallo Rocco, was geht? Was geht ab? Warum kann ich hier nicht ansprechen? Ah, jetzt geht's. I'm Brock. Wie wir sehen, auf jeden Fall. I believe in rock hard defensive and determination. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. The rock type is super cool. Show me your best rock. Bam. So, jetzt ist es... Stahlharte Rock-Action, Alter. Der holt gleich seine Rockköder raus. Ja. Was kommt jetzt? Oh, Pixie. Ist nicht schlecht, aber ist low-level als eben gerade. Das Ding ist, glaube ich, von Typ Fee. Das heißt, Smog ist sehr effektiv. Ja! Das Alter. Das ist gut, ey. Oh, und der Poison! Das heißt, es... Du bist schon wieder am Hexen, ne? Wie hat er das gemacht? Full Heal. Ja, der war doch... Das hat er predicted. Was? Ich setze ein Full Heal ein, was normal keine Wirkung hat. Predicted! Das Clefairy guckt wie Horst, kann das sein? Ja. Genau in seinem Mund, so ey. Wie oft trifft er mit Double Slap, Alter? Was ist denn das Double Slap, gemeint hat? Oh, really? Kappa. Kappa, Kappa, ja. Level 14, yes! Was kommt jetzt? Fisherman. Das ist... Ist das die Weiterentwicklung von Schlurp? Das müsste Schlurp, glaube ich, normal sein. Dann würde ich das auswechseln. Ist auf Englisch, ne? Okay. Ja. Soll ich Großmaul einwechseln lieber? Würde ich. Safety first, ja. Mhm. Oh. Das Sprite sieht aber normal aus, so hässlich aus. Noch ein Bite. Ja. Defensive. Oh nein, bitte booste ich nicht, ey. Oh, ist wie eklig. Blick. Ist mehr so ein Rotzer, so. Oh, du. Easy. Das können wir nicht verlieren, Leute. Das können wir nicht verlieren, Leute, ich würde sagen. Das ist Easy GZ. Oh, Paradise. Oh, nice. Also, es kann doch was passieren. Defensive Co. Ja. Und besiegt. Solche Mongos. Und da, meine Freunde, haben wir den Fisherman. Den ersten Orden gewonnen, Leute. Den Felsorden. Sieht er nicht wunderbar aus? Wunderschön, Leute. Wunderschöner Orden, meine Freunde. Und ab sofort werde ich diesen Orden jetzt immer wieder an meiner Kleidung tragen. Ich hoffe, das sieht man. Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Okay, wir haben... Oh, wir haben was bekommen. Bulldorbatsche. Bulldorbatsche. Richtig, der Bulldorbatsche. Mit League Powerful Flash 420. Wir haben 420 Pokémon, das heißt, wir können was einkaufen. Oh, wir haben eine TM bekommen, das könnte jetzt alles sein. Technik, ist, ob er jetzt was erzählt oder nicht, ist ja wurscht. Erzählt sowieso das gleiche, aber... Ja, irgendwie, stimmt. Flash Cannon, das ist krass. Das ist nice. Can able not also not able. Ich hab grad nur able gelesen. So geil, Alter, alle ganzes. Oh, ganz kein Arsch. So ein Shit. Oh, wieder Eich, der guckt so richtig grimmig. Siehst die Augenbrauen so richtig runtergedrückt. So, ich bin böse. Egal, wir können jetzt auf eine neue Route gehen. Das heißt, geil. Wir können auch ein neues Pokémon fangen. Guck mal, da ist Brock wieder. Der sagt uns aber Wiedersehen. Tschüss, oh, Brock. Sehr sweet, der Typ, ne? So, was haben wir jetzt hier? Bam! Und wir sind auf. Oh, Fatty Mad Speck. Fatty Mad Speck. Fatty
Fuck. Wir müssen kämpfen erst. I meet you in the Viridian Forest. Hast du geil? Ja, ich glaub schon. Ist wieder Lass? Lass mir ran, ja, denn sie will ja will kämpfen. Was ist das denn? Was ist das? Schwalbini ist das! Lol. Das ist ein Schwalbini. Ja, gibt es Schwalbini? Ja. Mega krass. Also, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber jetzt da schon. Naja. Das Schwalbini fand ich immer früher richtig krass. Jedes Pokémon ist in dem Spiel drin, falls du das. Kokuna, okay. Das Pokémon hätte ich eigentlich nicht reinmachen müssen. Ich finde Kokuna cool. Warum? In dem, guck mal, den Sprite von dem, der hat Arme. Warum hat der das? Das erinnert mich an. Weißt du? Was war das? Ja. T-Rex und Club? Ja, wie heißt das? Lexi. Clefairy wieder. Der mit dem Schnurrbart. Woody Peck! Der Klassiker! Leute, kennt ihr noch Woody Peck, ey? Das war noch Zeit, ey. Da haben wir auch damals den hier gemacht. Mega witzig, ey. Da haben wir auch noch gebetet für Woody Peck. Wir haben immer für Woody Peck gebetet. Wir brauchen einen neuen Woody Peck. Ich glaube, es wird Zeit, gleich ein neues. Ich treffe nicht mehr, weil er so klein ist, Alter. Strange, wie macht das? Narissa noch fahren, soll ich Attacke einsetzen? Bist du behindert? Das war die richtige Antwort. Metronom, was kommt jetzt? Slash. Kratzer ist nicht so. Oh. Hat gecrittet. Bite. Ich treffe jetzt gar nichts mehr, ey. Oh, und der trifft jetzt wie viel mal? Autsch, Autsch. Hat er irgendwie fünfmal gecrittet oder sowas? Das macht ja nix. Das heißt, ich muss jetzt meinen Trank einsetzen. Den aufheilen. Oh, jetzt ist schon wieder hochgeboostet mit dem Shit. Und jetzt muss ich einfach nur treffen einmal. Oh, perfekt. Weil das sehr effektiv ist. Und ja. Critical in dein Gesicht! Oder in dein nicht vorhandenes Dingsbums. Großartig. Zur Seite mit dir. Bitte, oh. Bitte, bitte lässt grüßen. Bitte, danke. Ich glaube, wir müssen noch zwei... Okay. Fuck, yeah. I like shots. I like shots. I like big butts. I cannot lie. So, was hat er denn jetzt hier? Oh. Ganz gut. Psychic. Oh, oh, du kannst sagen, warum machen. Outrage! Ziemlich am Arsch sind wir gerade, habe ich das Gefühl. Aber warum eigentlich? Überlebe ich noch einen Outrage? Easy. Ich mache Smog. Ich habe nicht getroffen. Ich habe nicht getroffen. Treff dich selbst oder sonstiges. Oh. Gar nicht. So ein Napp, ey. Wie macht er denn? Ja gut. Ich treffe sicher. Ja, das ist schon das abrupte Ende, obwohl ich es gar nicht geplant hatte, Leute, das Projekt jetzt zu Ende gehen zu lassen. Es tut mir sehr leid erstmal. Aber man weiß halt nie, was bei so einer Randomizer Nuzlocke passiert, Leute. Das ist halt dieses Spezielle halt, sag ich einfach mal. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr stattdessen sehen wollt jetzt für dieses Projekt. Also... eine andere Randomizer oder doch was komplett anderes. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ich werde mir das mal durchlesen und schneide jetzt weiter an einer weiteren Top 5, die nächsten paar Tage kommen wird. Von daher, Leute, wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bewertet nochmal das Video, damit ich nur euren Support sehen kann hier bei dem Projekt, für alle Leute, die da waren. Und ja, schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare zu den Projekten. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Zero.